Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Du solltest außerdem in der Lage sein, ein Stabdiagramm zu lesen und zwischen Brüchen, Dezimalzahlen und Prozentsätzen umwandeln zu können. Unser Ziel für dieses Video wird nämlich sein, Wahrscheinlichkeiten aus einem Diagramm abzulesen und dann im Anschluss damit zu rechnen. Wir sind bei Box 4, ganz oben auf der zweiten Seite der Arbeitsblattreihe. Und diesmal wird mit einem sechsseitigen Würfel gewürfelt, der gezinkt ist. Das heißt jetzt für uns, dass wir dieselbe Ergebnisraummenge haben, mit den Augenzahlen 1 bis 6. Allerdings sind die Ergebnisse in diesem Fall alle nicht gleichwahrscheinlich. Und da haben wir hier jetzt ein Stabdiagramm dazugegeben. Und aus diesem sollen wir die Wahrscheinlichkeiten für die Augenzahlen ablesen und in die Wahrscheinlichkeitstabelle, die auf der linken Seite ist, eintragen. Ich würde dich bitten, das Video zuerst einmal zu pausieren und zu versuchen, diese Aufgabe alleine zu lösen. Den Vergleich machen wir danach dann gemeinsam. Gut, bevor wir anfangen, zeige ich dir kurz, wie ein gezinkter Würfel aussehen kann. Ich habe mir nämlich den Spaß gemacht und ein paar davon gebastelt, indem ich Löcher in Holzwürfel gebohrt habe und dann im Anschluss Metallstücke, die ich aus einem zerschnittenen Nagel gemacht habe, hineingesteckt habe. Hier siehst du die Bohrlöcher. Und meistens wird das so gemacht, dass man die Löcher dort bohrt, wo die Augenzahlen auf dem Würfel angebracht sind, damit man es nicht so gut sieht. Ich habe das einmal bei einem Würfel auf der Seite mit dem 1er gemacht, damit der 6er öfter oben zum Liegen kommt. Dann einmal hier in die 4 Löcher auf der Seite mit dem 4er, damit der 3er öfter angezeigt wird. Und hier nochmal auf der Seite mit dem 1er, allerdings diesmal 3 Stück rund um die 1er Augenzahl herum, weil ich festgestellt habe, dass es besser funktioniert, je mehr Metall auf einer Seite drin steckt. Und im Endeffekt funktioniert das auch recht gut. Und die möglichen Ergebnisse sind eben nicht alle gleich wahrscheinlich. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Hier haben wir das Stabdiagramm jetzt nochmal ein bisschen vergrößert. Und wir sollen die 5 Augenzahlen, also die 6 ist ja nicht dabei, davon ablesen und dann anschließend in die Tabelle eintragen. Damit wir das machen können, schauen wir immer auf die Spitze des Stabes, also diese Punkte hier bei den 5 Stäben. Und wir gehen dann zunächst einmal die erste Achse entlang. Gehen zu der jeweiligen Augenzahl und dann schauen wir auf der zweiten Achse, wie groß die Wahrscheinlichkeit, also wie hoch der Stab ist. Für die erste Augenzahl nehmen wir diesen Stab, gehen nach oben und sehen dann, dass dieser den Wert 0,3 hat, also ist die Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 1 gleich 0,3. Dieses Prozedere wiederholen wir jetzt für die restlichen 4 Augenzahlen und dann kommen wir auf die Wahrscheinlichkeiten für die Augenzahl 2 0,05, für 3 0,15, für 4 0,25 und für 5 0,1. Jetzt sollen wir das Ganze ja in Prozentdarstellung in die Tabelle eintragen und damit wir das machen können, müssen wir zuerst einmal in Prozent umwandeln. Am besten geht das, wenn wir die Kommazahlen oder die Dezimalzahl, die wir hier haben, zunächst einmal in einen Bruch und dann in einen Prozentsatz umwandeln, weil man dann auch recht gut sieht, wie die einzelnen Stellenwerte zustande kommen. Wir fangen mal mit der Augenzahl 1 an. Wir könnten das jetzt in 3 Zehntel umwandeln, weil die erste Stelle hinter dem Komma ja für die Zehntel steht. Aber wir können das noch schöner machen, indem wir uns eine 0 an der Hundertstelstelle dazu denken und das Ganze dann in 30 Hundertstel umwandeln. 30 von 100, Prozent steht ja für pro 100, sind also dann 30%. Dasselbe machen wir mit der Augenzahl 2 und kommen dann auf 5 Hundertstel oder 5%. Bei 3 auf 15 Hundertstel oder 15%. Bei 4 auf 25 Hundertstel oder 25% und zum Schluss wieder mit dem Nuller, den wir uns dazu vorstellen, auf 10 Hundertstel für den Fünfer und 10% in Prozentsatzdarstellung. Jetzt haben wir die Tabelle soweit mal vervollständigt und mit diesen Werten können wir jetzt die Wahrscheinlichkeit für den Sechser des gezinkten Würfels berechnen. Um das zu tun, nehmen wir zuerst einmal die zweite Eigenschaft der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis, also für den Ergebnisraum, gleich 1 ist. Hier habe ich das nochmal eingeblendet und wir werden das jetzt mit der dritten Eigenschaft nach der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov verknüpfen, da wir ja wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Ergebnisraum aus den Teilwahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ergebnisse zusammengesetzt ist. Die Augenzahlen haben ja kein Ergebnis mit den anderen Augenzahlen gemeinsam, weil sie schon einzelne Ergebnisse, also Elementarereignisse sind. Und deswegen können wir dann sagen, die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis ist einfach die Summe aller Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse. Diese können wir dann auch bis zur Augenzahl 5 aus unserer Tabelle ablesen. Das heißt, wir setzen einfach die Wahrscheinlichkeiten ein, kommen dann auf diese Rechnung. Bis zur Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 6, die wir ja noch nicht haben. Das heißt, diesen Wert können wir nicht einsetzen, das lassen wir noch so stehen. Und auf der rechten Seite der Gleichung steht dann wieder gleich 1. Jetzt können wir die Zahlenwerte, die wir eingesetzt haben, zusammenrechnen und kommen dann in Summe auf 0,85.
Und jetzt haben wir unten diese Gleichung stehen, die können wir umformen. Wir erhalten dann die Wahrscheinlichkeit für den Sechser, indem wir von der sicheren Wahrscheinlichkeit oder von 1 0,85 abziehen. Also wir haben das einfach von der linken auf die rechte Seite gebracht. Das ergibt dann 0,15. Und mit derselben Idee, die wir vorher gemacht haben, wandeln wir das nochmal in Prozentsatz um. Das sind dann 15 Hundertstel oder 14%. Damit haben wir die Tabelle vervollständigt und wir wissen jetzt auch, dass der Sechser auf dem gezinkten Würfel mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% eintritt. Nun sollen wir das Ganze auch noch in das Stabdiagramm einzeichnen. Und das machen wir, indem wir uns hier den Wert 0,15, also die Wahrscheinlichkeit, anschauen. Das ist jetzt quasi unsere Grenze. Dann gehen wir zur Stelle mit der Augenzahl 6 hier rüber und zeichnen den Stab einfach so weit rauf bis zu dieser Grenze und dann haben wir ihn eingezeichnet. Jetzt kommen wir zum Teil B der Aufgabe. Diesmal sollen wir nämlich auch noch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit gesucht für das Ereignis, dass die gewürfelte Augenzahl mit diesem Würfel mindestens 5 ist. Oder in anderen Worten 5 oder 6, weil das die einzigen Augenzahlen sind, die dafür in Frage kommen. Jetzt sehen wir auch schon, 5 oder 6 ist einfach nur in anderen Worten hier die Wahrscheinlichkeit für die Menge 5 oder die Menge 6. Und als Hinweis haben wir auch noch gegeben, dass wir hier wieder die dritte Eigenschaft der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov brauchen werden. Ich habe sie hier für dich nochmal eingeblendet und ich würde dich bitten, das Video kurz zu pausieren und zu versuchen, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Die Auflösung gibt es danach. So, hier haben wir jetzt nochmal unsere Tabelle, dann die Angabe der Aufgabe und der Teil, der schon eingetragen war. Jetzt überlegen wir uns einfach, aus welchen Teilwahrscheinlichkeiten dieser Fall zusammengesetzt sein kann. Wir haben ja hier wieder die Augenzahl 5 oder 6, das sind beides Elementareignisse. Das heißt, wir dürfen einfach die Wahrscheinlichkeit für den Fünfer und die Wahrscheinlichkeit für den Sechser zusammenzählen. Diese können wir wieder aus der Tabelle ablesen. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Fünfer 10% ist und für den Sechser sind das 15%. Das ergibt in Summe 25%. Und das heißt dann, in 25% der Fälle oder in einem Viertel der Fälle wird 5 oder 6, also eine Augenzahl, die mindestens 5 ist, gewürfelt werden. Damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.